Kennt ihr das? Es ist so der 23. und wenn man dann Menschen begegnet, die man nochmal trifft, da sagt man dann frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich sage jetzt grüße Sie und grüße euch. Wir sehen uns nochmal bis Weihnachten, aber wie schnell doch die Zeit vergeht. Und in anderthalb Wochen haben wir schon das neue Jahr und dann beginnt eben der Januar und auf den wollen wir mal schauen. Und da habe ich ein Bild rausgesucht, das kommt in etwa der Januarwitterung unterm Strich am nächsten. Es liegt ein bisschen Schnee, dann sind ein paar Wolkenfelder unterwegs, es ist dunstig und neblig und unterm Strich kalt. Und wir schauen uns jetzt mal nicht die 16-Tage-Trends an, sondern die 35-Tage-Trends, die Ensembles. Die Linien sind bekannt, das ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, alle Modellberechnungen in Bund. Je enger die zusammenliegen, desto sicherer ist die Wetterlage, je weiter die auseinandergehen, desto unsicherer. Hier unten haben wir die Niederschlagssignale und da das alles so gestaucht aussieht, hier werden nicht 2 Wochen untergebracht, sondern 5. Die Linien hier ziehen wir noch ein, minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Da schneit es oft bis 300 Meter runter, unter gewissen Umständen bis ganz runter. Minus 10 Grad gibt garantiert bis runter Schnee. Und auffällig ist, jetzt nehmen wir nochmal die Linien hier der Daten dazu, Neujahr und 15. Januar. Achtet mal hierauf, ab Mitte Januar sind ein paar Läufe dabei, die gehen sogar weit nach unten, jetzt am Anfang nicht. Im Gegenzug gibt es auch welche, die sind ganz weit oben. Was das bedeutet oder bedeuten kann, das schauen wir uns dann am Schluss bei der Großwetterlage an. Und die Niederschlagssignale sind auch stärker vorhanden, gerade um die Monatsmitte. Hier deutet sich vielleicht mal der Durchbruch des Atlantiks an mit etwas milderer Luft. Das Ganze für den Westen, in dem Fall für das Ruhrgebiet. Übrigens, das haben wir gar nicht besprochen, schaut euch das mal an hier. Diese Linie ist unterhalb des langjährigen Mittels und zwar den gesamten Vorhersagezeitraum über, gleicht sich mal kurz an und bleibt dann eher unterdurchschnittlich. Das heißt, nach diesen Karten ist so richtig mildes Wetter auf Dauer nicht in Sicht vom Mittel her. Jetzt sind wir im Westen im Ruhrgebiet. Hier sind wenige Läufe dabei, die unter die minus 10 Grad Linie gehen, aber ganz, ganz viele, die dazwischen sind und die Chance auf Schnee bringen. Und auch hier erkennen wir, um den 15. herum gibt es verstärkte Niederschlagssignale, teils als Regen, teils als Schnee. Sollte das vom Atlantik kommen, ist das Ganze natürlich Regen. Für die Mitte, das ist hier der Raum rund um Hessen, auch eher leicht unterdurchschnittliche Temperaturen. Hier wird auch die 10 Grad Isotherme ein paar Mal unterschritten. Es ist aber dennoch erkennbar, dass hier um die Monatsmitte herum Läufe nach oben gehen, die Niederschlagssignale gehen nach oben. Auch hier sollte es wohl eine Schwachstelle geben des Winterwetters, das jetzt ab Weihnachten beginnt und auch halten wird. Für den Osten, da sind die Temperaturen wieder deutlich unterdurchschnittlich. Das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, wenn wir hier in den Westen gucken. Da ist es ungefähr gleich von der Linie her und hier im Osten sind wir wieder weit drunter. Das heißt, da könnte es auch zu einem sogenannten Frontenfriedhof kommen, wo der Osten eher kältere Luftmassen hat über dem Kontinent und der Westen eher mildere Luftmassen mit entsprechenden Luftmassengrenzen. Hier haben wir auch weniger Niederschlagssignale, also eine Pattsituation. Hinten raus erkennbar, dass da mehr Läufe dazukommen, die weit nach unten gehen, teilweise bis fast minus 20 Grad ein einzelner Lauf. Der Peak nach oben geht dann auch tendenziell runter. Das kann man so ein bisschen daraus lesen. Im Südwesten wieder durchschnittliche Temperaturen, zumindest mal bis zum 10.11. Dann geht es leicht überdurchschnittlich, sonst durchschnittlich weiter mit den obligatorischen Ausreißern nach unten, nach oben und vielen Niederschlagssignalen wieder um die Monatsmitte herum. Im Süden und im Alpenvorland, da haben wir jetzt dann Winterwetter pur, hier dann wieder durchschnittliche Temperaturen. Muss nicht heißen, das gilt für alle Regionen, dass warme Werte in 1500 Meter Höhe auch warme Werte unten bedeuten und umgekehrt. Mäßig kalte Werte müssen nicht unbedingt am Boden kalt sein. Auch hier nehmen die Niederschlagssignale zu, spricht für eine grenzwertige Wetterlage. Da gehen die Temperaturlinien aufwärts. Wir gehen in den Südwesten, in den Alpenraum, hier nach Genf in der Schweiz. Auch hier erkennbar erst einmal unterdurchschnittliche Temperaturen, dann durchschnittlich viele Niederschlagssignale um die Monatsmitte. Auf der anderen Seite der Alpen, im Wiener Becken, auch eine Angleichung der Temperaturen in 1500 Meter Höhe, einzelne Ausreißer, die nach unten gehen, aber deutlich weniger Niederschläge und ein paar Läufe, die ganz, ganz, ganz weit nach unten gehen. Auch das spricht für eine Ostlage. Sprechen wir gleich drüber. Alpen-Südseite auch noch kurz dabei. Hier bleiben die Temperaturen eigentlich durchgehend unterdurchschnittlich. Mit wenigen Niederschlagssignalen erst nach Monatsmitte sind ein paar mehr dabei.
was kurzzeitig für Tiefdruck spricht. Jetzt nehmen wir mal andere Ensembles für den Nordosten, für die Ostsee hier rund um Greifswald. Und das ist der direkte Modelloutput. Die 0-Grad-Linie, die Plus-10-Grad-Linie, die Minus-10-Grad-Linie. Und wir taumeln die ganze Zeit im Schnitt um die 0 Grad rum. Und dann hier um die Monatsmitte geht es aufwärts. Und hinten raus dann wieder so eine leichte Abwärtstendenz, natürlich mit großen Ausreißern nach oben und nach unten. Wenn wir in den Südwesten blicken, also genau gegenteilig, hier im Nordosten sind wir eher an der kälteren Luft, im Südwesten eher an der milderen Luft, da bleiben wir erst einmal bei unterdurchschnittlichen Temperaturen, was heißt unterdurchschnittlich, unter 0 Grad, oft mit Dauerfrost. Und dann um die Monatsmitte Januar geht es ein bisschen rauf mit großen Ausreißern nach oben, aber mehreren auch, die ganz, ganz weit nach unten gehen, was für eine Ostlage sprechen würde. Und das ist die gemittelte Wetterlage für den 10. Januar. Das milde Tief auf dem Atlantik und das kalte Hoch auf dem Kontinent. Diese beiden Druckgiganten behandeln wir seit Monaten, dass die so liegen. Und dann gibt es noch eine Menge dazwischen. Hier das neutrale Hoch im Südwesten, das kalte Hoch über Grönland, die sind sehr wichtig. Und dazwischen Tiefs. Jetzt habe ich sogar ein Tief vergessen. Das müsste noch über Italien. Also hier ist auch so eine Tiefdruckzone. Die sogenannte 552er, der Jetstream aus dem Mittel heraus, liegt südlich von uns. Das wäre von der gemittelten Wetterlage her eine südliche Westlage und damit keine milde Lage. Milde Luft kommt vom Atlantik, kalte Luft von Norden und unter dem Hoch von Osten. Und die Wetterlagen, die sich daraus ergeben, die wir gesehen haben, die nach oben gehen, in der Mitte sind oder nach unten gehen, sehen wie folgt aus. Die mildeste Lage wäre, wenn sich diese beiden Tiefs mal verbinden würden und wir eine Westdrift bekommen. Muss nicht so sein, aber das kann einfach mal aus dieser Wetterlage heraus passieren. So ein richtig schöner, satter Wintereinbruch kommt dann mit Schnee, wenn sich diese beiden Hochs verbinden und die Tiefs entsprechend mit kalter Luft, die dann von Norden und Nordwesten kommt. Und zu guter Letzt noch der Blick, wenn sich diese beiden Hochs und diese beiden Tiefs verbinden, hätten wir über dem Nordmeer eine Südwestlage, über Europa, vor allen Dingen über dem südlichen Europa und südöstlichen Europa, eine Nordostlage, wo wir dann die Zweiteilung hätten, hier eher die kälteren Temperaturen. Ihr erinnert euch an Wien. Das ist so ein Klassiker, dass dann hier die ganz, ganz kalte Luft ankommt, während sie im Ruhrgebiet logischerweise nicht ist. Die gemittelte Wetterlage dann nochmal mit den Temperaturen. Auch hier erkennbar, die minus 5er liegt über dem Nordosten und im Südwesten ist es ein bisschen milder. Aber die Linie hier ab 0 Grad und drüber liegt weit im Süden und Südwesten. Auch das spricht dafür, dass es bis 10. Januar jetzt erst einmal nicht exorbitant warm oder mild werden wird. Gehen wir einen Schritt weiter bis zum 25. Januar. Jetzt sind wir in der letzten Januardekade und da wird es dann doch ein bisschen spannender. Das Tief auf dem Atlantik ist erkennbar, es wird stärker werden. Es kriegt ein bisschen mehr Dampf. Auf der anderen Seite verschwimmt dieses riesige Hochdruckgebiet hier im Nordosten und bringt so eine Wurst bis Skandinavien. Auch das hatten wir besprochen und denkt daran, dass wir gesagt haben, ab Ende Januar steigen die Chancen, dass es runtergeht mit den Temperaturen. Das wäre ein Indiz dafür. Dann hier der Hochdruck im Südwesten, ein Tief noch hier über dem Baltikum und ähnlich wie eben die Pfeile, die von Südwesten, Nordwesten und Nordosten kommen. Verbinden sich diese beiden Tiefs, dann haben wir wieder den Salat und zwar den milden Atlantiksalat. Solche Durchbrüche wird es sicherlich zwischendurch mal geben. Nicht durchgehend, aber das kann es geben. Und auf der anderen Seite, und das ist das Spannende und Interessante, da sind dann einige Modellberechnungen dabei, die wieder diese Tiefs miteinander verbinden und entsprechend die Wärme vom Atlantik dann in das Nordmeer transportieren und umgekehrt sich diese Hochs hier verknüpfen, das sind ja die Andeutungen da, und wir dann hier diese Beule bekommen mit der kalten Luft, was dann einen ziemlich kalten Februar einläuten könnte und meines Erachtens auch wird. Schauen wir uns die Einzelwetterlagen an, und zwar die mildesten Läufe, was die Temperaturen in der Höhe angeht für die letzte Januardekade. Das kräftige Tief auf dem Atlantik hoch bei uns ist eine irre milde Lage. Da kommt so ganz, ganz, ganz milde Luft herangezogen, aber die wäre bei uns unten 0,0 mild, da wir bodennah eine Nordost- oder Ostströmung hätten, vor allen Dingen mit vorhandener Schneedecke und Kälte davor, ist das eigentlich richtig kaltes Winterwetter, solange kein Wind ins Spiel kommt. Apropos Wind, wenn der aus nördlichen Richtungen kommt, hier mit dem Polarwirbel, der direkt über dem Baltikum und Skandinavien liegen würde, das ist die kälteste Berechnung, mit einem satten Austrogen und Auswuchten, einem Arctic Outbreak, dann Ende Januar, das wäre irre kalt und auch schneereich mit Winterngewittern.
Und vom gestrigen Lauf habe ich mir noch eine Karte mitgenommen. Wir sind jetzt übrigens zu Ende. Aber es gibt da noch etwas für die absoluten Spinnerfreaks, die sich gern sowas, was weiß ich, an die Wand hängen würden. Das wäre diese Wetterlage. Die wird auch immer mal wieder berechnet und ich habe sie mir abgespeichert, weil sie so endgenial spannend ist. Das sieht hier gar nicht so wild aus. Wir sehen das kräftige Hoch hier im Norden, ein Höhenhoch und ein warmes Hoch. Bei uns wäre es aber dann kalt. Ein Tief über Italien. Schaut euch mal diese Blase hier an. Minus 40 Grad in 5,5 Kilometer Höhe. Quetscht hier hin. Kann man sagen, ja und? Gibt halt ein bisschen Schnee. Schaut euch mal die Temperaturen in 1500 Meter Höhe an, die durch diese kalte Nordostströmung kommt. Trommelwirbel, tada! Das wäre das. Und das ist eine Karte, das haben wir ganz, ganz selten. Minus 20 Grad und weniger hier über dem südöstlichen Mitteleuropa. Das hieße dann Schneefall und Tagestemperaturen von minus 15 Grad im Flachland. Nachts um die minus 20 Grad. Und nur rein theoretisch, wenn es danach ruhiger werden mit Hochdruck drauf, dann hätten wir die kältesten Temperaturen, die es überhaupt bei uns um diese Jahreszeit geben kann. In der Wetterlage, die kommt, ist viel Winter drin. Normales Winterwetter oder leicht unterdurchschnittlich von den Temperaturen her. Aber auch viel Potenzial für Überraschungen, die ganz schön kalt werden. Zieht euch warm an.